Hallo. Hallo. Wir sind's. Die Piranhas. Und ja, wir werden überschüttet mit Fragen. Und wissen auch nicht mehr so genau, wie wir da hinterherkommen sollen. Ne? Und deswegen versuchen wir jetzt irgendwie so viel wie möglich unterzubringen. Mhm. Wo gibt's denn überall Fragen? Also wir kriegen persönliche Mails, wir kriegen über die Social-Media-Kanäle, übers Forum kriegen wir unheimlich viel. Und wir haben jetzt mal ein paar rausgesucht, die wir hier jetzt mal versuchen zu beantworten, weil es echt viel ist gerade. Haben wir ja auch mit gerechnet, finden wir auch toll, ja, dass so viele unterschiedliche Dinge gefragt werden, weil nichts ist schlimmer, als wenn sich keiner für deinen Krempel interessiert. Ne? Das stimmt. So, also, dann fangen wir mal an. Ja, dennoch sei an dieser Stelle angemerkt, natürlich schaffen wir es nicht, jede Frage zu beantworten. Nein. Aber wir versuchen größtmöglich vieles zu beantworten. Und das heißt, wenn eure Frage nicht dabei sein sollte oder so, haltet auch zusätzlich die Augen offen. Wir haben parallel jetzt auch sehr häufig irgendwelche Interviews von irgendwelchen Zeitschriften oder sonstigen Kram. Und auch da erzählen wir sehr viel über das neue Spiel. Wenn ihr mögt, guckt da rein und wenn nicht, kommt es bestimmt noch irgendwann im Laufe der Zeit. Wir orientieren uns grob daran, wenn es häufiger kommt, ne? Wenn häufiger unterschiedliche Menschen dieselben Fragen stellen, dann hat es eine größere Wahrscheinlichkeit, hier auch erwähnt zu werden. Genau. Jetzt legen wir einfach mal los. Tada! Ich fange einfach mal oben an, unabhängig von der... Ne? Also, Frage Nummer 1. Warum habt ihr eigentlich nicht die Gelegenheit genutzt, zum 1. April irgendein Handygame, Idle-Clicker, Sumpfkraut-Manager 3000 oder ähnlich anzukündigen? Macht ihr eigentlich keinen April-Scherz? Ich kann diese Frage tatsächlich nicht beantworten an dieser Stelle. Ja, hau rein. Warum es keinen April-Scherz gab. Ich hatte tatsächlich darüber nachgedacht und die Prämisse war, es gibt einen Kumpel, der sagt, lieber einen guten Freund verlieren als einen guten Witz. Der Umkehrschluss gilt auch. Das heißt, wenn du nicht wirklich eine gute Idee hast, lass es doch einfach bleiben. Und jede Idee, die ich oder andere zu dem Thema hatten, war so flach, ne? Dass wir gesagt haben, das kannst du nicht machen, komm, lass. Ne? Die anderen, die machen das ja schon. Jetzt, ne? Machst die Leute neugierig. Nee, ich hatte wirklich keine gute Idee. Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde April-Scherze auch immer ein bisschen doof. Weil sie sind, wenn sie ironisch gemeint sind, kriegen es mindestens 10% der Leute, die das lesen, in den falschen Hals und glauben, das stimmt, was da steht. Mhm. Und das ist nicht lustig, ne? Wenn man Leute aufs Glatteis führt und dann irgendwelche Sachen da, ne, die so absurd sind, dass sie totaler Quatsch sind, okay, aber dann ist es auch nicht cool. Ein guter Witz zu April ist, dass er halb geglaubt wird. Wie meinen die das? Oh, das ist ein April-Scherz. Mhm. So, ja. Deswegen, ich bin da nicht so ein Freund von. Es gibt so eine Handvoll richtig guter April-Scherze, aber den zu finden ist echt ein Kunststück. Ja. Und da ist es. Muss man mal ein gutes Händchen haben. Ja. Da hatten wir einfach gedacht, lass mal die anderen. So, jetzt zum Thema Gameplay. Mhm. Es gibt immer so einen Rand um die Viecher, wenn man ein... Wir nennen es das Highlighting. Ja, wenn man zum Beispiel ein Monster im Fokus hat. Ja. Gebt uns doch bitte die Option, das auszustellen, sagt hier jemand. Da sagen wir. Ja. Die gibt es schon. Ja. Gab es bei Elex auch schon. Ja. So. Natürlich. Also, ab in die Optionen, wenn du das nicht magst. Abstellen. Abstellen und dann ist das weg. Ne, hat den Vorteil, man sieht es dann halt nicht mehr, ne? Und dann manche finden das hübscher, das ist cool. Der Vorteil, wenn es da ist, ist, du siehst halt eher irgendwie, wenn du was im Fokus hast. Ne? Kann man abstellen. Wird auch beibehalten. So. Ja, dann eine Frage, die ist wirklich oft gekommen. Verstehe ich auch von Herzen. Deswegen werde ich sie hier vorlesen. Wieder einmal. Gibt es ein Mod-Kit? Ist die Frage. Und die Antwort ist leider nicht. Nein. Ne? Auch jetzt an der Stelle irgendwie. Ein Mod-Kit zur Verfügung zu stellen ist eine Sache. Das heißt, dass du ein Team hast an Leuten, die so ein Ding baut und dann quasi anderen zur Verfügung stellt. So eine Art, ich nenne es mal Editor, womit Leute irgendwie rumfudeln können. Wie so ein großer Laden, wie
Bethesda. Ich wurde gescholten, dass ich Bethesda sage. Ich soll Bethesda sagen. Aber Bethesda. Mein Opa hat immer Jenny zu mir gesagt. Deswegen sage ich jetzt einfach weiter Bethesda. Riesenladen macht ein Modkit. Das ist auch richtig cool. Da kann man viel mitmachen. Und wir haben uns vorrangig darauf konzentriert, Spiele zu machen. Hm. Und das Problem ist gar nicht mal, dass man sowas nicht bauen könnte. Das Problem ist, es zu pflegen. Denn wir haben das mal ausprobiert. Dann hast du natürlich auch den Fragenkatalog des Todes, weil jeder, der damit arbeitet, dann auch wissen will, wie funktioniert dies, funktioniert das, hast du dieses Feature nicht, bla 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 und so. Und das hat einen riesen Rattenschwanz. Und das kann man im Grunde genommen einfach nicht leisten. Ja. Damals hat es der Bert Speckels gemacht und da war einer von den Mad Scientist-Programmierern aus Oldenburg, die Engine damals gemacht haben und die Zengine. Und der hat auch das Modkit gebaut und zwar privat, weil er da Bock drauf hatte. Wir von Piranha Bytes haben da eigentlich wenig Anteil gehabt dran. So, ne? Das heißt, wir haben dann das nächste Spiel gemacht. Und dabei ist es dann auch geblieben. Wir haben immer das nächste Spiel gemacht. So, und ja, so sieht das aus. Ja, es gibt ein paar motivierte Leute, die nehmen das Spiel irgendwie und morden das dann und basteln daraus was Neues oder machen irgendwelche anderen Geschichten damit irgendwie. Es gibt Unmengen an Stuff, Fan-Stuff irgendwie im Internet rund um unsere Spiele-Universen. Das finden wir cool. Und sehen das auch, aber selber machen wir quasi in der Zeit ein neues Spiel. So ist zumindest unsere Realität. Ja. Deswegen an der Stelle ist nicht geplant. Kriegen Piraten in Zukunft bei euch noch eine Chance? Ist die nächste Frage. Piraten? Naja gut, also Gilden an sich, so was wie Piraten, sind immer behaftet mit, es gibt Menschen, die finden es gut und es gibt Menschen, die finden es nicht so gut. Ne? Und gerade bei Risen 2 hatten wir sehr viel Piratiges drin. Bei Risen 3 hatten wir auch noch Piraten drin und noch Seefahrende andersartige. So, wird aber trotzdem immer noch empfunden, als das ist nochmal ein Piratenspiel. Stimmt nicht so ganz, nicht ganz richtig. Wird aber so empfunden. Ne? Also haben wir jetzt zwei Piratenspiele hintereinander gemacht und beim Add-on von Gothic 2 hatten wir auch Piraten drin. Ne? Risen 1 gab es auch Piraten. Risen 1 gab es auch Piraten, ja. Und bei Gothic 3 gab es auch irgendwie, ne, ich sag nur Piraten, also sowas gab es dann auch immer so im Geiste waren die immer dabei. Es ist schon so eine Sache. Es gibt halt Menschen, denen gefällt das. Und es gibt Menschen, denen gefällt das so überhaupt nicht. Und da müssen wir halt immer gucken, wie wir dann weiterverfahren. Wir sagen niemals nie, aber über Piraten haben wir jetzt schon eine ganze Menge Geschichten erzählt. Genau, also jetzt gerade ist EX2. Und das war dann im Fokus. Und Piraten waren jetzt gerade einfach überhaupt gar nicht im Fokus. Das heißt aber auch nicht, dass die nicht vorkommen können. Das heißt einfach, dass die nicht im Fokus sind und wir uns nicht darüber unterhalten haben, gibt es Piraten oder nicht, sondern einfach das, womit wir uns gerade beschäftigen, wird dann sozusagen forciert. Genau. Und ein andermal gibt es dann wieder die neue Frage. So, was ist jetzt, ne? Genau. Das finde ich auch schwierig, die Frage. Ich lese einfach mal vor. Wenn man jeder Fraktion in Elex eine Musikrichtung oder eine Band zuordnen würde, die Atmosphäre am besten widerspiegelt. Welche wären das? Und in dem Zusammenhang habe ich mir als Notiz dahinter gemacht. Wie entsteht dann die Musik zu den Lagern? Wäre für mich dann diese Frage. Weil es hat ja jedes Lager ein eigenes Musikthema. Wenn es was Futuristisches ist, wie die Alps zum Beispiel, gehört da sehr viel Synthesizer mit rein. Das ist gar nicht mal eine Musikrichtung, ja. Obwohl ich auf Elektromusik stehe, ja. Sowas wie Depeche Mode oder VNV Nation oder sowas, ja. Wäre das vermutlich eher das, was man den Alps zuordnen kann. Aber dann die bösartige Version davon und sehr botte Art davon. Ne? Wenig Emotionen. Bei den Outlaws ist manchmal ein bisschen Gitarrengeschrabbel im Hintergrund zu hören. Ne? Weil es halt irgendwo doch so Rockstar-mäßig daherkommen, die Outlaws. Dann bei den Berserkern ist ein bisschen Fantasy mittelalterliche Musik mit drin, so gar nicht mal eine Band, sondern eher so, ne,
was mittelalterliche Klänge und so weiter waren sie bei Elex und wie die entstehen. Ja, wie entstehen die? Ich nehme mir eine Location vor und denke mir erst einmal, welche Instrumente können dazu passen. So, ne? Das habt ihr ja gerade gehört. Und dann würde ich entsprechende Ambient-Musik dafür entwerfen, indem ich mir vorstelle, wie es ist, durch so ein Stadtviertel zu laufen oder durch eine Lavalandschaft zu laufen oder durch eine Eiswüste zu laufen oder durch eine Wüste zu laufen. Welche Instrumente sind da dann vorrangig so? Was würde zu einer Wüste passen? Irgendwas Afrikanisches, irgendetwas Asiatisches meinetwegen auch oder ne, aus den Wüsten, also Arabisches. Arabisches, sowas in der Art, ne? So eins, zwei Klänge, die dann da irgendwie so ein bisschen entweder tragen oder angestimmt werden, die tragen dann auch zu diesen entsprechenden Ambiente bei. Und das ist es eigentlich. Und der Rest ist halt, wie würden sich diese Melodien dann anhören, das mache ich dann mit den Instrumenten entsprechend. Und die Instrumente können auch mal wechseln. Das heißt, es kann auch sein, dass ich eine Melodie entwerfe und dann später dann irgendwann das Musikinstrument ändere, um einen anderen Touch da reinzubekommen. Das entwickelt sich. Warum kommt es vor, dass eine externe Zeitschrift, in diesem Fall zum Beispiel die GameStar, als erstes einen zweiten Teil ankündigt und nicht der Publisher zum Beispiel selber, ist die Frage. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Verhandlungssache, ne? Also, was sich jeder von uns wünscht, sowohl der Publisher als auch wir als Entwickler, ist, dass möglichst viele Menschen das mitbekommen, wenn was announced wird. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Wie erreichst du das? Also wo findet der größte, ich sag mal, Spreading-Effekt statt? Ja, wie wird das Ding am meisten verteilt? Und wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir laden den ersten CGI-Trailer zuallererst auf unserem eigenen YouTube-Kanal hoch, der irgendwie 10.000 Abonnenten hat, dann kriegt das halt die halbe Welt nicht mit. Ne? Glücklicherweise kriegt ihr das mit, aber dann müsste schon ein sehr starker wir teilen das Effekt greifen, als dass sowas funktioniert. Also guckt man, dass man es an vielen verschiedenen Stellen macht und einer, der möglichst groß ist, macht es dann als erstes. Und das war in dem Fall gar nicht mal die GameStar an sich, sondern vor allen Dingen Webedia. Und Webedia ist sehr groß. Und die haben dann quasi von THQ Nordic den Zuschlag bekommen, durften als erste. Und ich glaube, 3 Stunden später alle anderen. Ne? GameStar also, gehört ja dazu, zu Webedia. Ja, ist ein Teil davon. Ja. So, ne? Genau. Und deswegen durften die zuerst und alle anderen 3 Stunden später hinterher. Da wurde es dann auch hier und auf THQ Nordic YouTube-Kanal und auf Facebook, Twitter, Instagram, was weiß ich, was da alles gibt, dann hinterhergeworfen, dass möglichst viele Menschen das mitkriegen zu einem ähnlichen Zeitpunkt, aber alles dann auch an demselben Tag. Und dann die nächsten Wochen danach versuchst du halt zu gucken, dass du quasi dann im hinterher kommst, das heißt, dann kommen Interviews dazu oder irgendwelche anderen Materialien. Wir machen jetzt jede Woche Screenshots auf unseren Social-Media-Kanälen. Natürlich sind wir hier weiter für euch da. Ihr habt schon viele Artworks gesehen auf unseren Social-Media-Kanälen. Also immer ein bisschen neuer Content irgendwie, der uns quasi auf der Reise zum Release hin begleitet. Und ab und zu ist dann auch mal neuer Trailer dabei oder Gameplay-Material dabei oder irgendwelche Zeitschriften, die da nochmal was Neues haben und da kommen auch noch ein paar andere interessante Sachen in der Zukunft dazu, sodass möglichst zum Release jeder, den es interessieren könnte, hoffentlich weiß, dass es das Spiel auch gibt. Die nächste fragt, könnte man beim Fliegen, ne, gemeint ist mit dem Jetpack, nicht einen sichtbaren Windschnitt realisieren? Die Frage fand ich auch so toll, da dachte ich, hier muss unbedingt mit rein. Weil das ist eine Frage. Das Erste, was mir dazu einfällt als Antwort, ist, stellt euch mal vor, das geht schief. Da ist ein Fehler drin. Dann ist das ganze Spiel kaputt, immer wenn man fliegt. Das ist ziemlich heikel. Also technisch ist sowas bestimmt möglich. Es gibt auch Spiele, die sowas gemacht haben. Ja, ne? Aber ja. Es ist echt nicht ohne. Ja. Ne? Die Frage ist, will man das Risiko eingehen, braucht es das wirklich?
Vielleicht kommen wir noch auf die Idee, sowas einzubauen oder so, aber wenn, dann muss das schon irgendwie cool aussehen. Ja. So, ne? Und dann auf den ersten Blick auch alle irgendwie, oh, das ist aber cool. Mhm. Und wenn es das nicht ist, dann lassen wir es weg. Ja, tendenziell, anstatt dass wir versuchen, da irgendwas Halbgares hinzumachen. Genau, das ist Kategorie Features, die das Spiel nicht braucht, um Spaß zu machen, die dann quasi on the top irgendwie werden, wenn irgendwie Leute da noch Bock drauf haben. Ne? Es ist also nicht wichtig fürs Spiel, es sieht vielleicht ganz cool aus, aber es ist auch nicht ganz ohne, muss man wirklich gucken, ob das Feature Sinn macht. Okay, jetzt kommen wirklich eine Reihe von Fragen spezifisch zum nächsten Titel. Also gehen wir die mal durch. Frage Nummer 1. Welche Waffen wird man am Körper des Players sehen können? Die Frage geht in die Richtung irgendwie, es gab mal ein System, da hat man mehrere Waffen, also zum Beispiel eine Fernkampf- und eine Nahkampfwaffe am Körper des Players sehen können. Aktuell ist es so, das, was ich als Spieler aktuell equipped habe. Ne, das heißt, wenn ich sage, ich ziehe meine Waffe, das, was er dann hat, das sieht man auch am Körper. Ne, das damals gab es eine Primär- und eine Sekundärwaffe. Ja. So, ne, die Fernkampfwaffe und so. Da gab es auch eigene Tastaturgeschichten und so. Man kann eine eigene Taste dafür belegen. Ist alles irgendwie lösbar, aber es hat damit zu tun, am Gamepad gehen man auch irgendwann die Tasten aus. Und auch um die WASD-Tasten drumherum. Das sind meistens so Beweggründe, warum man solche Sachen versimplifiziert. Mhm. Ne? Ja. Bedeutet aber trotzdem, dass du zum Beispiel eine Nahkampfwaffe und ein Schild gleichzeitig tragen kannst. Ja. Ne? Ja. Und oder zum Beispiel eine Zweihandwaffe und so weiter. Und wie gesagt, das, was du halt am Körper oder ein Bogen, ja, und das, was du da halt trägst, ne, Bogen und Köcher sind dann halt zu sehen. Und wenn du was anderes als Waffen anlegst, dann ist das halt zu sehen. So ist es aktuell gemacht. In dem Zusammenhang würde ich gerne eine Frage von hier unten dazu nehmen, weil es gerade dazu passt. Und ich das ganz schön finde, weil viele Leute das, glaube ich, im ersten Gameplay-Material nicht direkt gesehen haben. Was ist denn neu beim Kampfsystem? Ja, es gibt zwei Sachen, die würde ich gerne an dieser Stelle erwähnen. Die wurden auch schon erwähnt in einem Artikel in der GameStar, das fand ich ganz cool. Die tatsächlich sehr unterschiedlich sind zu dem, was wir vorher gemacht haben. Erstens, nicht direkt mit dem Kampf, aber es gab unwahrscheinlich viele Leute, die gesagt haben, ja, mach doch die Steuerung vom Helden, gerade beim PC, bei der PC-Steuerung, wieder so ein bisschen wie bei Risen 1. Und da gab es die, wir haben sie liebevoll die Stock-im-Arsch-Kamera genannt. Besenstiel-Kamera. Darf man das sagen? jedenfalls gab es dann, wenn man die Kamera bewegt hat, eine so gedachte Linie quasi zur Spielfigur irgendwie, und wenn ich irgendwo hingerannt bin, dann hat sich das immer quasi dahin bewegt, wo der Spieler gerade hinguckt oder läuft. Und das funktioniert tatsächlich auch wieder, und zwar in einer ganz witzigen Kombi mit dem System, was wir vorher hatten. Das heißt, du kannst die Figur frei bewegen, aber wenn du kombiniert läufst, ist schwierig zu erklären, wenn man das nicht ausprobieren kann, Leute. Aber ja, solche Features haben wir wieder eingebaut und das funktioniert auch sehr, sehr gut. So gut, dass ich es am Anfang gar nicht mal gemerkt habe. Das fand ich sehr, sehr cool. Und das Zweite, was sehr cool ist, wir hatten in Elex eine Art Kombosystem. Das heißt sowas wie Schlag, Schlag, starker Schlag, Zack. Und das war an die Ausdauer gekoppelt. Und wir haben hier das haben wir erzählt, das Kampfsystem komplett neu gemacht und deswegen gibt es diese Kombi in der Form jetzt nicht mehr, sondern du kannst bei jedem Schlag selbst entscheiden, wie schnell und wie lang und wie er überhaupt schlägt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Maus habe und ich drücke Maustaste, dann macht er wupp. Wenn ich sage Maus, 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 dann macht er wupp, 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 wupp. Und wenn ich irgendwie sage, nein, das will ich aber nicht, ich will, dass der erste Schlag zum Beispiel lang ist, dann muss ich ausholen. Maustaste loslassen und dann schlägt er. Das heißt, du kannst selber entscheiden, wie lange er schlägt und in welcher Reihenfolge zum Beispiel Schläge gemacht werden, ob ich nur kurze, nur lange und so weiter, je nachdem, was für einen Gegner ich vor mir habe. Das heißt, es ist ein super dynamisches Kampfsystem, wo ihr sehr viel selber entscheiden könnt und ausprobieren könnt. Das könnt ihr dann kombinieren mit den verschiedenen Waffengattungen oder ausweichen und so weiter. Und es gibt auch Ausdauer im neuen Teil irgendwie, aber selbst im letzten war das abschaltbar, wenn das einer gar nicht mag. Aber das ist halt wirklich super flexibel. Mir macht das sehr viel Spaß und wenn ihr darauf achtet, werdet ihr das mit Sicherheit auch erkennen, dass es also diese reine Kombo an der Stelle quasi gar nicht mehr gibt.
Das finde ich schon sehr cool. Ja. Werden NPCs Waffen haben, die man looten kann? Ja. Werden Waffen wieder Effekte haben können, sowas wie Feuer, Eis und sowas? Ja. Wie funktioniert die Taschenlampe? Man drückt eine Taste und dann geht sie an. Also, wir haben eine Nacht. Die ist ein bisschen dunkler geworden als vorher. Ja, sehr viel dunkler. Macht das aber auch atmosphärischer. Genau, und ja, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und ich sehe nichts, dann könnte ich quasi eine Taste drücken und dann wird es ein bisschen heller an der Stelle, weil ich meine Taschenlampe habe. Das ist auf jeden Fall ganz brauchbar. Es wird nicht nur ein bisschen heller, man hat eine richtige Taschenlampe. Also man hat quasi auch so einen... Genau, man hat einen richtigen Lichtkegel, also es fühlt sich an und sieht aus wie eine richtige Taschenlampe. Ja. Genau, und die mit der kann ich quasi zum Beispiel, ich fand das ganz cool, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Gebäude betrete oder sowas in der Art, kann man dann schön fein in die Ecken gucken und looten gehen. Das macht schon auf jeden Fall einen großen Unterschied, ob man nachts unterwegs ist oder am Tag. Ja, und das ist auch super hilfreich. Ohne diese Taschenlampe wäre das Spiel echt schwierig nachts. Kann man in Elex 2 zum Friseur gehen? Der hat doch gar keine Haare. Ja, aber da kann man vielleicht welche hin... Ja, ich gehe auch nicht zum Friseur. Also, nein, wird man nicht. Also man wird den nicht entsprechend sein Aussehen ändern können. Nein. Man kann auch nicht rasieren oder sowas. Also sowas wie Barbershop das oder sowas. Das passt aber irgendwie nicht zu unserem Spiel, zu unserem Typen da. Aber selbstverständlich kann man die Figur wieder an- und aussehen, hätte ich fast gesagt. Aber natürlich die Rüstungsteile wechseln. Ne? Genau. Es gibt was für den Kopf, was für die Füße, was für den Oberkörper. Und das könnt ihr dann entsprechend kombinieren. Ähnlich wie ihr das von unseren Spielen auch schon kennt. Ja. Boah, das ist auch eine Frage. Ich weiß, du kannst sie beantworten. Oh Gott, jetzt kommt's. Ja, aber ich versuch's mal. Also, wir haben den Leuten beigebracht, erstmal maximal zu erkunden und zu leveln, bevor man mit der Hauptstory weitermacht. Also die Person, die diese Frage stellt, hat sehr viel erstmal gespielt. Das hat bei Elex dazu geführt, dass der erste Passus bei ihm krass lang war und er sich sehr schwer gemacht hat damit. Er hat 70 Stunden im ersten Kapitel verbracht und dann ab Passus 2 ist er total schnell durchs Spiel gekommen. Deshalb die Frage: Gibt es etwas, was wir am Game Design geändert haben, um diesen Effekt zu verringern? Und falls ja, könnt ihr schon was dazu sagen, fragt er. Also wenn man unsere Spiele, die bisher erschienen sind, zugrunde legt, das fing an mit Gothic und da war es auch so, dass man die Welt sehr leer spielen konnte im ersten Kapitel. Das war immer das längste Kapitel. Das liegt in der Natur der Sache, weil man halt auch da sehr viele Sachen anstoßen und auch zu Ende spielen kann, weil die Welt halt da ist. Und die Hauptgeschichte ist halt so gemacht, dass es darauf angewiesen ist, dass man einige Sachen in der Welt schon gemacht haben muss, um ins nächste Kapitel zu kommen. Und das hat dazu geführt bei Elex, dass man halt die Welt schon abgrasen kann und dann ziemlich schnell in den Kapiteln, so wie es auch hier beschrieben ist, dann vorankam. Und das fanden einige nicht gut und deswegen habe ich das radikal geändert. Es ist schon ein großer Impact, welcher Gilde man angehört, und es hat einen großen Impact, was in welcher Phase des Spiels du dich befindest. Es gibt noch sehr viel mehr Inhalte und Spielzeit, die du da verbringst in der Geschichte, wenn du in den weiterführenden Kapiteln bist, hinten raus. Trotzdem ist natürlich das erste Kapitel, wenn man es möchte, immer sehr lang, weil man die Welt, wenn man sie erkundet und nicht der Hauptstory folgt. Das ist bei jedem offenen Spiel so. Ja? Bethesda, Skyrim kann man innerhalb von 42 Stunden nachweislich, auch wenn man ein bisschen explort und so weiter, durchspielen. Trotzdem ist das ein Spiel, was irgendwie zig ewig lang spielen kannst, so, ja. Das werden wir auch beibehalten. Das heißt also, man wird schon die Hauptstory durchspielen können und straight spielen können und links und rechts Dinge liegen lassen können. Oder halt entsprechend komplett immer alles abgrasen und machen und tun und halt immer irgendwie versuchen zu maxen und zu exploren. Aber bei Elex 2 ist es besser verteilt. Ja, da passieren halt noch mehr Sachen. Da ist noch mehr Fleisch am Knochen, ja, wenn man auch sehr viel schon gemacht hat in der Welt
wenn man ins nächste Kapitel kommt. Werden Attribute einen Einfluss auf den Charakter haben? Ist hier eine Frage. Auf den Charakter? Hier steht Charakter. Aber gemeint ist irgendwie... Auf Schaden. Stärke. Stärke, dann, Schaden, ja, genau. Thema. War ein großes Thema. Ja. Ja. Ja, also es gibt halt immer super viele Dinge, die einen Einfluss auf den Schaden haben können. Ja. Art meiner Waffe, meine Skills oder Perks, ja, die ich habe, irgendwelche Gadgets zum Beispiel, irgendwie, was weiß ich, der Ring der Stärke, sag ich jetzt mal so, würde eine Stärke jetzt stärker machen. Und dann kann man sich halt überlegen, auch dass der Gegner selber hat natürlich einen Einfluss darauf, ne? Wie gut ist dem seine Rüstung zum Beispiel und so und. Und dann hast du irgendwie so die komplizierte Formel des Todes, die sagt irgendwie, wie viel Schaden machst du denn jetzt? Und wird es so sein, dass bei den Attributen auch die Attribute selber eine Auswirkung haben. Ne? Das heißt, sie sind ein Baustein, der auf jeden Fall mit reinspielt, sodass der Spieler das auch merken kann. Also die Antwort ist ja. Könnt ihr schon was zur Altersfreigabe sagen? Wir peilen an USK 12 und PG 16, so wie es halt immer so war bei uns. Wird es im neuen Teil Romanzen geben? Ja. Mehr als letztes Mal. Dann nehme ich diese hier, finde ich auch ganz schön, als letzte Frage für diesmal. Könnt ihr euch vorstellen, in einer Science-Fiction-Welt zu leben? Science-Fiction ist super cool, schreibt hier jemand. Schwierige Frage. Ich würde vermuten, lieber als im Mittelalter. Weil Mittelalter war ziemlich bösartig, würde ich sagen. Und eine Utopie ist etwas, was ich dann anstreben würde, wenn ich eine Science-Fiction-Welt mir aussuchen könnte und keine Dystopie. Mhm. Also weniger Blade Runner, mehr Star Trek. So. Mein erster Impuls bei der Frage war... tun wir doch irgendwie schon, oder? Ja, auch nicht verkehrt. Ja. Es ist irgendwie so viel Zeug, was in den letzten Jahren erfunden worden ist und Sachen, die wir mittlerweile machen können und VR-Brillen und Gedöns, dass ich das Gefühl habe, wir sind live dabei, während Science-Fiction Realität wird irgendwie. Das ist immer mein Gefühl. Das stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, es gibt echt unglaublich viele Fragen, die ihr an uns habt. Damit haben wir auch schon gerechnet, sobald wir announcen, dass ihr sehr, sehr neugierig wird. Ich habe auch schon gelesen, dass einige gesagt haben, jetzt muss ich aufpassen, darf nicht mehr so viel mitlesen, weil sonst lasse ich mich spoilern und so. Ich will gar nicht so viel über das Spiel wissen. Und je stärker die Fragen total ins Detail gehen, desto mehr können wir in die Falle tappen, auch Sachen hinvorzunehmen. Deswegen, behaltet euch vor allen Dingen bei allem, was ihr macht, so ein bisschen die Magie. Ja, wir werden zum Thema Story zum Beispiel nicht so viel erzählen bis zum Release, aber zu allen Sachen drumherum natürlich weiterhin fleißig hier montags und auch sonst auf unseren ganzen Kanälen, dass ihr erfahrt, was so los ist, was wir machen und worauf es hinausläuft. Und wir hoffen, dass wir dann alle Fragen so weit beantworten, dass ihr Bock habt und ein bisschen gehypt bleibt, bis der Release-Tag dann tatsächlich kommt und es euch dann ganz viel Spaß macht. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir euch nächste Woche wiedersehen, hier auf diesem Kanal, in gewohnter Frische, hoffentlich nicht mehr heiser. Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier. Das heißt Piranha-Becken TV. Genau. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Naja, hast du gut durchgehalten. Sag mal was. Hallo. Hallo. Nee, hallo geht irgendwie, wenn ich jetzt so die Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, G. Hey, ich gehe noch hin.